Willkommen zum dritten Input-Video im Seminar Grammatik. Dieses Mal beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Wortbildung und zwar im Anschluss an die vorangegangene Sitzung. Hier ist wieder die Literaturgrundlage für die heutige Sitzung. Und das Thema wird sein: Wie funktioniert die Derivation im Detail und welche Typen unterscheidet man? Und wie funktioniert die Konversion im Detail und welche Typen unterscheidet man dabei? In der vorangegangenen Sitzung haben wir uns schon mit der Komposition beschäftigt, als auch einer der Hauptprozesse in der Wortbildung. Nun also die Derivation und die Konversion. Hier haben Sie nochmal die Übersicht, die morphologischen Prozesse, die wichtigsten. Die Flexion auf der einen Seite, die haben wir bisher nur angerissen, darum wird es in weiteren Sitzungen gehen. Und die Wortbildung auf der anderen Seite. Und im Rahmen der Wortbildung haben wir uns schon das letzte Mal mit der Komposition beschäftigt. Und dieses Mal beschäftigen wir uns mit der expliziten Derivation oder bloß Derivation und mit der Konversion auch implizite Derivation genannt. Nochmal zur Wiederholung, die explizite Derivation, das ist die Bildung eines Worts oder einer Nennform eines Lexems aus einem bestehenden Wort und einem Derivationsaffix oder auch mehreren Derivationsaffixen. Und die Konversion, das ist auch ein Wortartwechsel, der funktioniert aber mit Stammvokalwechsel. Wir beginnen mit der Derivation im Detail. Hier sind wir verortet und auch bei der Derivation kann man unterschiedliche Typen unterscheiden. Und zwar die Nomenderivation, die Adjektivderivation, die Verbderivation, die Adverbderivation und sogenannte Zusammenbildungen. Das hier sind diese Komposita hier sind so zu verstehen, dass nicht die Nomen der Gegenstand der Derivation sind, sondern das Resultat der Derivation. Wenn wir also von Nomenderivation sprechen, dann ist das Resultat der Derivation ein Nomen und ebenso bei den anderen Arten der Derivation. Sie sind nicht der Ausgangspunkt der Derivation, sondern das Resultat. Fangen wir mit der Nomenderivation an. Die Derivation funktioniert ja, indem man einen Stamm oder eine Wurzel mit Affixen kombiniert. Und diese Affixe, das haben Sie auch schon gesehen in einer der vorangegangenen Sitzungen, in der ersten genau genommen, Affixe treten auf als Präfixe, Suffixe oder Zirkumfixe, je nachdem, wo sie relativ zum Stamm, zur Wurzel stehen. Präfixe stehen davor, Suffixe dahinter. Und unter den Affixen kann man jetzt noch unterscheiden, ob das Native sind. Die haben einen Ursprung in der germanischen Sprachfamilie, genau genommen in der deutschen Sprachgeschichte. Und nicht-native Affixe sind solche, die irgendwann in der deutschen Sprachgeschichte aus anderen Sprachen entlehnt worden sind. Beispiele für derivierte Nomen wären also zum Beispiel Gebüsch, da haben wir das Präfix ge, ein natives Präfix, und dann Wurzeln, also Büsch, Brüll, Beck, also Gebüsch, Gebrüll, Gebäck, Geflenne. Da haben wir ein Zirkumfix vorliegen bei Geflenne mit dem ge vorne und dem schwa hinten. Die gehören hier zusammen. Dann sowas wie Missverständnis, auch aus nativen Suffixen, aus einem nativen Präfix und einem nativen Suffix. Ebenso bei Einheit, natives Suffix. Dann haben wir aber auch sowas wie Anti-Islamismus, da haben wir nicht native
Prä- und Suffixe. Bei Ex-Mann ebenso, Lehrer, Bauwesen, alles Mögliche. Wie schon gesagt, bei Gebüsch, Gebrüll, Gebäck haben wir es mit einem Präfix zu tun, ge. Und dieses Präfix hat gemeinhin sowas wie eine kollektivische Bedeutung. Also ein Gebüsch, das ist nicht nur ein Busch, sondern es ist eine Ansammlung von Büschen. Genauso wie bei Gebrüll, da handelt es sich nicht nur um ein Brüllen, sondern um wiederholtes oder auch um Brüllen von vielen verschiedenen Brüllern. Bei Gebäck ist es oft so, dass damit viele Gebäckstücke genannt sind und bei Geflenne ebenso. Bei Geflenne ist es noch so, dass wir hinten das Schwa haben, das das Ganze zu einem Zirkumfix macht. Und auch das hat aber eine kollektivische Bedeutung. Und das Zirkumfix ist noch produktiv, also bei Geflenne. Das heißt, wenn wir neue Nomen mit ge ableiten, dann haben die immer die Form mit dem Zirkumfix. Und das andere ohne Schwa am Ende, das Präfix ge, das ist nicht mehr produktiv. Damit bilden wir keine neuen derivierten Nomen mehr. Bei sowas wie Haupt in Hauptfeind und Wesen in Bauwesen, die nennt man im Falle von Haupt Präfixoide und im Falle von Wesen Suffixoide. Und zwar deswegen, weil sie keine echten Präfixe sind. Sie sind nur präfixhaft bzw. suffixhaft. Wir können schon daran sehen, Haupt und Wesen, das sind Elemente, die haben noch eine relativ starke lexikalische Bedeutung, anders als jetzt zum Beispiel das Ge, das ja eine sehr abstrakte oder generelle kollektivische Bedeutung hat, haben Haupt und Wesen noch konkretere Bedeutungen. Das heißt, die teilen sich Eigenschaften von Affixen und echten Kompositionsgliedern, also von lexikalischen, von freien lexikalischen Einheiten. Und deshalb nennt man sie Präfixoide und Suffixoide und insgesamt dann eben Affixoide. In Bäumchen finden wir zum Beispiel auch ein Diminutiv-Suffix, also ein verkleinerndes Suffix. Und das Besondere an diesen Diminutiv-Suffixen ist, dass sie keine Kategorien verändernde Wirkung haben. Also so wie zum Beispiel Gebrüll aus einem Verb ein Nomen macht, aus Brüllen nämlich, und Geflenne ebenfalls, und Missverständnis ebenfalls aus einem Verben ein Nomen. So hat Chin keine Kategorien verändernde Wirkung, sondern es macht aus einem Nomen ein neues Nomen, aber eben halt ein kleineres in der Bedeutung. Dann kommen wir schon zur Adjektivderivation, also dazu, wie Derivation dazu führt, dass Adjektive resultieren. Auch hier können wir Präfixe und Suffixe und diese jeweils in nativer und nicht nativer Ausführung anführen. Hier ist wieder eine Auswahl davon. Wir haben sowas wie unsterblich, untötbar, uralt, tausendfach, hammermäßig, pietätlos. Das sind alles Derivate, die mit nativen Wurzeln und nativen Affixen gebildet sind. Anders ist es dann in dysfunktional, irregulär und blamabel. Das sind alles nicht native Affixe, also Präfixe und Suffixe. So ein Suffix wie lich und so ein Suffix wie bar, die stehen in einem bestimmten Bedeutungsgegensatz zueinander. Lich ist nämlich aktivisch und bar ist passivisch. Das heißt, wir können auch sowas wie ein Subjekt von solchen Adjektiven bestimmen.
Also, wenn etwas stirbt, dann ist es sterblich. Also sagen wir, y stirbt, dann ist y sterblich. Aber mit bar ist es anders. Nehmen Sie das Verb töten. Da ist es so, dass x y tötet. Und das, also dann wäre das Getötete das Objekt von töten. Und wie beim Passiv ist es so, dass das Aktivobjekt im Passiv zum Subjekt wird. Also x tötet y, y wird getötet. Und so ist das auch bei Ableitungen mit bar. Das Subjekt von bar Ableitungen ist das, was die Handlung erleidet. Also in untötbar, dann ist, also y ist dann tötbar oder untötbar. Und das Handelnde wäre aber x. Auch hier finden wir Suffixoide, also solche Ableitungselemente, die keine echten Suffixe sind, sondern so ein Zwischending zwischen echten lexikalischen Kompositionsgliedern und Suffixen, nämlich sowas wie mäßig in hammermäßig und los in pietätlos. Die haben nämlich noch eine relativ deutliche lexikalische Bedeutung, die kommen aber isoliert nicht vor. Wenn wir uns untötbar und blamabel anschauen, dann ist es bei abel auch so. Das ist auch ein, das Subjekt von blamabel ist auch eins, das passivisch zu verstehen ist, also das, was im Derivat genannt ist, erleidet. Also wenn etwas blamabel ist, dann erleidet das Subjekt hier das, die Blamage und ist nicht dasjenige, das etwas anderes blamiert. Genauso wie beim Töten. Das, was tötbar ist, das erleidet das Töten und ist sich selbst nicht das Tötende. Bar und Abel sind also darin bedeutungsgleich, aber sie treten an unterschiedlichen Basen an. Entschuldigung, sie treten an unterschiedlichen Basen auf, also an verschiedenen Verbwurzeln beispielsweise. Dann kommen wir auch schon zur Verbderivation. Das bekannte Spiel, Präfixe und Suffixe, die nativ und nicht nativ sind, desambiguieren wäre zum Beispiel ein Verb, das als Präfix ein nicht-natives Präfix hat und als Suffix ebenfalls ein nicht-natives. Beäugeln besteht aus nativen Elementen, folgern ebenfalls, festigen auch, dislozieren wiederum aus nicht-nativen Elementen und entfernen aus nativen. Sie sehen, hier habe ich einige Elemente in Klammern gesetzt, und zwar, weil das keine Derivationssuffixe sind, sondern das sind die Flexionsmorpheme, die zu diesen Verben dazugehören, und die Flexion ist ein anderer Wortbildungsprozess als die Derivation. Die muss man hier also rauslassen aus der Betrachtung. Wenn wir dislozieren und entfernen anschauen, dann ist das nicht nur im Suffix, im Präfix sind dis und ent bedeutungsgleich oder ursprünglich bedeutungsgleich. Auch die beiden Verben bedeuten nahezu dasselbe, dislozieren und entfernen. Hier ist es auch so, dass dis und ent aber an verschiedenen Basen auftreten bzw. an verschiedene Basen präfigiert werden. Und ent und dis, die sind in vielen Fällen auch nicht mehr semantisch transparent. Das heißt, diese
Entfernungs, diese, ja, diese Art von Negation, die darin kodiert ist als Bedeutung, die ist in vielen Fällen nicht mehr transparent semantisch. Bei der Verbderivation, da können und müssen wir auch bestimmte Arten der Zusammensetzung unterscheiden und insbesondere was den Status der präfigierten Elemente betrifft. Da haben wir zunächst einmal sowas wie Präfixverben. Das sind dann echte Präfixe, wie in Zerfallen, das Zer. Hier ist es so, dieses Zer ist syntaktisch und morphologisch untrennbar von der Basis, also von Fallen, von der Wurzel hier oder vom Stamm. Und das Präfix kommt deswegen auch nicht frei vor. Sie können nicht sowas sagen wie der Baum war zerfallen, der Baum fällt manchmal zerr. Das ist keine wohlgeformte Verbform. Dann haben wir zweitens sowas wie Partikelpräfixverben, sowas wie umfahren. Er hat das Hindernis umfahren, mit anderen Worten, er ist drumherum gefahren. Und hier ist dieses um auch syntaktisch und morphologisch untrennbar. Also wir können auch nicht sagen, er fuhr das Hindernis um. Das hat dann nämlich eine andere Bedeutung. Dann ist er nämlich nicht drumherum gefahren, sondern er hat es über den Haufen gefahren. Und diese Partikelpräfixverben, die erkennt man daran, erstens eben, dass sie nicht trennbar sind, syntaktisch und morphologisch, und dass der Hauptakzent auf dem Stamm liegt. Also, das heißt nicht umfahren, sondern umfahren. Dass das morphologisch untrennbar ist, erkennen Sie daran, wenn Sie ein Partizip 2 draus bilden. Er hat das Hindernis umfahren, da kommt kein G dazwischen. Das heißt nicht umgefahren, das heißt dann nämlich wieder was anderes. Also Partikelpräfixverb, syntaktisch und morphologisch untrennbar, Hauptakzent auf dem Stamm, fahren, umfahren. Davon zu unterscheiden ist dann das drittens das Partikelverb, das heißt dann tatsächlich, das wäre ein Beispiel dafür wäre nämlich umfahren, das ist syntaktisch und morphologisch trennbar. Das sehen Sie, wenn Sie jetzt sagen, er fährt das Hindernis um, dann hat er es über den Haufen gefahren und fahr und um sind da syntaktisch getrennt und morphologisch getrennt werden um und fahr, wenn Sie ebenfalls das Partizip bilden, also er hat das Hindernis umgefahren, dann tritt das G nämlich dazwischen, zwischen um und fahr. Und drittens liegt der Hauptakzent hier auch nicht auf dem Stamm, sondern auf der Partikel. Das Verb heißt umfahren und nicht umfahren. Da müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie Partikelpräfixverben und Partikelverben voneinander unterscheiden wollen. Dann gibt es auch noch Doppelpartikelverben, die bestehen aus zwei Partikeln, die ans Verb angefügt werden. Ein Beispiel dafür wäre hineinlaufen. Kommen wir zur Adverbderivation. Auch hier finden wir Suffixe, die man da anfügen kann. Was wir nicht haben, sind Präfixe und wir haben auch keine nicht-nativen Suffixe. Und Adverben deriviert man, indem man sowas wie Dings oder ins oder halben oder halber anfügt, so wie in allerdings oder vergebens, vorsichtshalber, mehrmals, dermaßen, flugs, seitwärts, schlichtweg, probeweise. Dass das Adverben sind, das sehen Sie daran, dass die anders als Adjektive nicht flektierbar sind. Allerdings, der allerdingse Einwand, sowas gibt es nicht und auch nicht der vergebense Einwand und auch nicht der vorsichtshalbere Verzicht. Das können Sie alles sagen, aber es ist unkonventionell. Das sind Adverben und keine Adjektive.
Kommen wir zuletzt noch zu den Zusammenbildungen. Die gibt es in der Form von Substantiven, von Adjektiven, von Adverbien und als Determinierer. Also sowas wie Schriftsteller, Zahnputzglas, Rechtshänder im Falle von Nomen, zielstrebig im Falle von Adjektiven, zeitlebens im Falle von Adverbien und derjenige, derjenige, diejenige und so weiter im Falle von Determinierern. So, was hat es mit denen auf sich? Warum stehen die hier gesondert? Das sind doch alles normale zusammengesetzte Nomen, Adjektive, Adverbien und so weiter. Und zwar, weil die als Basis keine echten Wörter haben. Also wenn Sie sich das Beispiel Schriftsteller anschauen, es gibt kein Schriftstell, da gibt es kein Verb. Ja, Sie kennen ja das aus der Komposition, das rechte Glied müsste der Kopf eines Determinativkompositums sein, aber es gibt kein Schriftstellen als Verb. Und es gibt auch keinen Steller, der irgendwie ein konventionalisiertes Nomen darstellen würde. Auf der rechten Seite sehen Sie das hier. Da ist auch nicht klar, was soll das für ein Nomen sein, ein Steller. Sowas gibt es nicht. Und bei Adjektiven sehen Sie hier ein Beispiel. Wenn Sie wahrscheinlich anschauen, da haben Sie auch bei Wahrschein haben Sie ein Verb als Mittelglied. Da ist auch nicht klar, es gibt kein Verb wahrscheinen. Was soll das sein? Und es gibt aber auch kein Adjektiv scheinlich. Deshalb ist es nicht klar, wie diese Zusammenbildungen in binären Zusammensetzungen zusammengesetzt sein sollen. Das funktioniert nicht mit binären Strukturen. Das sehen Sie hier an diesen Strukturbäumen. Das heißt, hier müsste man sowas annehmen wie ternäre Strukturen. Wir haben hier nebengeordnete Elemente, dreifach Abzweigungen vom Nomen, wo Schriftstell und das Suffix nebeneinander stehen, auf der gleichen Ebene, genauso wie bei wahrscheinlich und allen anderen von diesen Zusammenbildungen. Das ist nämlich das kennzeichnende Merkmal dieser Zusammenbildungen, dass sie nebengeordnete Glieder haben. So, die Definition von solchen Zusammenbildungen wäre also, dass sie eine dreigliedrige Wortbildung sind, wo Stamm 1 und Stamm 2 plus ein Stamm oder ein Suffix zusammengefügt werden und weder die ersten beiden noch die letzten beiden Glieder kommen frei in semantischer Verwandtschaft vor. Ja, das ist die Aussage, dass es kein Wahrscheinen als Verb gibt und kein Scheinlich als Adjektiv. Und deshalb muss man hier eben drei Glieder annehmen, die nebengeordnet sind. Kommen wir jetzt zur Konversion oder zur impliziten Derivation. Ein anderer Ausdruck für die Konversion. Da haben wir es mit einem Wortartwechsel zu tun. Und bei der Konversion kann man zwei Varianten unterscheiden. Es gibt zunächst einmal, und das ist jetzt vorläufig gesprochen, das sollen Sie sich auch nicht unbedingt so merken, man könnte von einer syntaktischen Konversion sprechen, wo zum Beispiel aus die gute Tat der, die oder das Gute konvertiert werden kann oder aus die gestrichene Decke, die gestrichene aus die entscheidende Tat, das Entscheidende oder die Entscheidende und sie laufen, tun oder essen, am Laufen, am Tun, am Essen sein, sie wurde gestrichen, sie ist gestrichen, da wird aus einem Partizip, also aus einem Verb, ein Adjektiv gemacht. Hier ist es allerdings so, dass bei dieser syntaktischen Konversion der Wortartwechsel durch syntaktische Mechanismen erfolgt und also daher eigentlich im strengen Sinne nicht als Wortbildungsprozess zu begreifen ist, weil der Wortbildungsprozess eine morphologische Operation ist und keine syntaktische. Zum Beispiel kommen hier die
die Nomenderivationen aus Adjektiven, die ersten drei Beispiele da oben, die kommen durch eine Ellipse zustande, also durch eine Auslassung des Nomens, des Bezugsworts, des Adjektivs. Und bei den anderen Beispielen legt die syntaktische Struktur bestimmte Phrasentypen nahe, nämlich eine Nominalphrase oder eine Adjektivphrase. Ja, bei der, die das, nee, Entschuldigung, bei am Laufen sein, da folgen die Verben einer Präposition und Präpositionen regieren aber in der Regel Nomen und deshalb legt hier die Syntax nahe, dass es sich bei Laufen, Tun und Essen um Nomen bzw. Nominalphrasen handelt und bei sie wurde gestrichen, da haben sie gestrichen nach einem Passivauxiliar, da ist das ein Verb und sie ist gestrichen. Da sieht das in der Prädikativstruktur aus wie ein Adjektiv. Ja, Sie können auch sagen, Sie können dann nämlich auch sowas sagen wie die gestrichene Tür oder sowas. Aber das sind wie gesagt syntaktische Operationen und deshalb ist das kein Wortbildungsprozess. Wortbildungsprozesse finden wir dann nämlich nur bei der morphologischen Konversion. Also, wenn wir sowas haben wie sie laufen und das konvertieren in das Konvertat ihr Lauf oder dann andere Beispiele, ihr Blick, ihr Befehl, der Schwenk und es ist grün zu es grünt, da konvertieren wir ein Adjektiv in ein Verb oder das Gras zu sie grasen, da konvertieren wir ein Nomen zu einem Verb. Andere Beispiele, grillen, mobben, tippen. Und bei das Elend, es ist Elend, da konvertieren wir Nomen zu einem Adjektiv. Es ist Elend, es ist klasse, es ist ernst, es ist kacke. Das heißt, bei der morphologischen Konversion erfolgt der Wortartwechsel mit rein morphologischen Begleiterscheinungen und deshalb ist das auch ein echter Wortbildungsprozess. Jetzt habe ich die ganze Zeit davon gesprochen bei der Konversion, was hier wohin konvertiert wird, aber wir müssen uns ja fragen, woher kenne ich eigentlich die Ableitungsrichtung? Woher weiß ich denn, dass zum Beispiel grünen, dass das Verb grünen aus dem Adjektiv grün konvertiert wird und nicht umgekehrt. Also, analog bei den anderen Beispielen, warum ist das Adjektiv Elend ein Konvertat aus dem Nomen Elend und nicht umgekehrt? Oder bei Fisch und Fischen? Oder bei Treffen und Treff? Das ist keine triviale Frage. Und es gibt hier mehrere Kriterien, die man ansetzen kann, um diese Frage zu entscheiden, was hier woraus abgeleitet ist, beziehungsweise was hier wohin konvertiert ist. Also zum Beispiel können wir sagen, dass es sich um eine Konversion von Verb zu Nomen handelt, wenn verbale Präfixe dabei involviert sind, so wie bei Betreff oder Entscheid, dann können wir sagen, aha, das sind eigentlich native Derivationspräfixe von Verben und deshalb muss das eine Konversion von einem Verb zu einem Nomen sein. Oder ein Produktivitätskriterium, die produktivere Ableitungsrichtung wäre dann jeweils die richtige, zum Beispiel bei Ruf zu rufen, das wäre eine produktivere Ableitungsrichtung als die von Rufen zu Ruf und deshalb wäre hier das Verb das Konvertat und nicht das Nomen. Ein semantisches Kriterium wäre beispielsweise, dass das Konvertat nur ein Merkmal des Ausgangskonzepts fokussiert. Also wenn Sie sowas haben wie Fisch und Fischen, dann hat Fischen die Bedeutung, einen Fisch zu fangen. Aber das Konzept Fisch ist viel breiter. Der Fisch hat viel mehr Merkmale als nur gefangen zu werden
Und das Fischen sondert eben nur einen Aspekt des Fischseins heraus. Und das ist ein Kennzeichen dafür, dass es dass das engere Konzept das Konvertat ist. Umgekehrt sieht es dann bei Schauen und Schau aus. Schauen hat eine sehr breite Bedeutung relativ zur Schau. Eine Schau ist immer, das ist so eine Veranstaltung, in der eben was ausgestellt wird oder ähnliches. Das fokussiert aber auch nur eine bestimmte Bedeutungskomponente von Schauen, ist also das engere Konzept und deshalb würde man wahrscheinlich sagen, dass es sich bei dem Nomen um das Konvertat handelt und bei dem Verb um die Ausgangsform und Ausgangskategorie. Die Alternative wäre, man gibt überhaupt keine Ableitungsrichtung an, weil man es eben nicht begründet entscheiden kann. Dann müsste man sagen, dass das Lexikon, also das Lexikon in dem Sinne, dass unser Sprachwissen über Elemente enthält, das Lexikon würde dann eben beide Lexeme enthalten und keine morphologische Beziehung zwischen ihnen ansetzen. Also wenn wir nicht entscheiden können, ob Elend, das Adjektiv Elend ein Konvertat ist oder das Ausgangswort für das Nomen Elend, dann müssten wir sagen, wir haben sie einfach beide im Lexikon gespeichert. Die Alternative wäre, dass man das Ausgangswort im Lexikon speichert und dann noch eine Regel kennt, wie aus dem Ausgangswort Konvertate erzeugt werden können. Und wenn diese Regel eben nicht greift, und das ist der Punkt hier, wenn man diese Regel nicht formulieren kann, dann müsste man eben beide Elemente im Lexikon speichern. Zum Beispiel bei Corona und Coronern ist das ziemlich schwierig. Zuletzt möchte ich noch kurz die Frage ansprechen oder das Problem, ob es die Konversion überhaupt als eigenständigen Wortbildungsprozess gibt. Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Die meisten sagen ja, nämlich in genau der Weise, wie ich es eben beschrieben habe, die morphologische Konversion. Aber es gibt auch den Vorschlag oder es gab den Vorschlag zu sagen, nein, es gibt überhaupt keine Konversion, sondern was wir dabei beobachten, das ist Derivation mit Nullmorphemen, also mit Morphemen, die keine sichtbare oder hörbare Form haben. Das heißt, wir könnten sowas hier annehmen wie eine lexikalische Regel und ein Suffix. Ein Suffix, das keine Null, das keine Form hat, also Null, die Form Null hat, und das deriviert ein Verb aus einem Nomen. Also zum Beispiel fischen aus Fisch. Und die Bedeutung von diesem Nullmorphem wäre, dass es ein, ja, dass ein Agens handelt im Sinne von fischt, Fische fängt. Und das Suffix würde auch morphologisch die Information enthalten, dass es eben ein Suffix ist, das ein Verb deriviert, das dann schwach flektiert wird. Also fischen, fischte, gefischt. Und das an Nomen, an bestimmten Nomen angefügt wird. Und so würde man eben sagen, das ist gar keine Konversion, sondern das ist eine ganz normale Derivation, nur dass das Suffix eine Nullform ist, also eine, die keine Substanz hat. Und ebenso könnte man das bei Schau machen. Hier könnte man aus dem Verb schauen mit einem Nullsuffix, das eben aber jetzt ein Nomen deriviert, sagen, so derivieren wir aus Schauen das Nomen Schau. Und die Semantik dieses Nomens, dieses derivierten Nomens wäre dann also eine Inszenation, bei der man schaut. Das ist theoretisch ungeklärt. Das ist eine Art und Weise, wie man sich der Konversion als eigenständigem Wortbildungsprozess entledigen kann. Das ist eigentlich immer gern gesehen in Theorien, dass man
so wenig verschiedene Prozesse oder Mechanismen wie möglich postuliert. Der Nachteil davon ist, dass es viele TheoretikerInnen gibt, die solche Nullelemente nicht gern postulieren, weil die besondere Probleme mitbringen und auch sowas wie ein Plausibilitätsdefizit haben bei vielen TheoretikerInnen. Und damit sind wir für heute am Ende. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.